So, lies doch mal unten links, was ich schreibe. Ich gebe meinem Team mal wieder Anweisungen in Caps Lock. Und ja, wir hatten ja letztens ein Video gesehen von Maus Akrobat, wo er mir ein Scout-Tutorial gibt. Und da macht er in, ich glaube, so circa 8 oder 9 Minuten 11.000 Spot-Damage. Dachte ich mir doch, was heißt letztens? Das war vor 2 Tagen. Ein Video habe ich ja schon hochgeladen, was das angeht. So, und jetzt gucken wir doch mal, was der Akku in einem Bruchteil, ja, derzeit leisten kann, die Maus Akrobat benötigt hat. Maus Akrobat hat circa 8 oder 9 Minuten gebraucht für 11.000 Spot Damage. Guckt bitte oben rechts auf Tacho. Das Spiel ist 30 Sekunden alt, aber unser Team kriegt im Moment noch nichts gebacken, obwohl ich hier diverse Panzer schon aufgemacht habe. Jetzt langsam fangen die an, ein bisschen Schaden zu machen. Ja, der gegnerische wie heißt das hier? Der T100, was ist das? T100 LT. So, ich nehme auch den Badger-Typen raus am Ende, damit der da auf keinen Fall noch entkommt. Weil der kann ja selbst mit 2 HP noch genügend Schaden und Spot-Damage anrichten. Deswegen war das jetzt wichtig. So, wir sind bei 2300 Spot-Damage. Bitte bleibt dran, weil das wird episch, ja, kann ich euch versprechen. Wie gesagt, ich wollte ja Maus Akrobats Rekord toppen und das kriegen wir auf jeden Fall jetzt hin. Übrigens, Maus Akrobat, damit du Bescheid weißt, vor circa 4 Jahren oder so, ich spiele das Spiel ja schon über 6 Jahre oder was, vor circa 4 Jahren in etwa auf derselben Map saß ich da drüben in diesem Scoutbusch hier, wo die Badgett gerade gestorben ist. Das war der 7er Scout. T71er, der hatte ja früher 10er Matchmaking. Das heißt, du hast zwar einen 7er Scout gefahren, bist aber in 10er Gefechten rausgekommen. Mein Rekord auf Malinowka, was das Spotten angeht, liegt bei 16.500. Ja, 16.500 innerhalb weniger Minuten. Das war aber ein 10er Matchmaking. Damals war der 7er Scout in 10er Gefechten. Mittlerweile kommt er ja nur noch bis 9er. Da waren ganz viele Panzer mit viel HP und die habe ich alle gespottet mit meiner kranken Crew auf meiner T71er. Und das kannst du sowieso niemals toppen. Ja, also bleiben wir jetzt mal beim Thema. Das Spiel ist jetzt 2,5 Minuten alt. 2,5 Minuten alt. Wir sind schon bei 5.200 Spot Damage. Okay, nach 2,5 Minuten. In deinem Video warst du hier noch lange nicht so weit, aber ist okay. Jetzt achte mal drauf. Achtung. Guck mal, was jetzt kommt. Akku ist ein professioneller YOLO-Scout, ja? Und den Beweis kriegt ihr jetzt zu sehen. Da links wurde alles geklärt. Ich weiß, dass da oben, also da oben im Gebüsch sitzen immer irgendwelche Mates und hier sitzen noch irgendwelche TDs und sonstige Panzer. Ich mache jetzt mal die freie Kamera an. So, diverse Panzer gehen jetzt hier auf. Diverse Panzer gehen da auf. Da geht noch was auf. Ja, professioneller YOLO-Scout, der Akku. Ihr könnt's ja sehen. Ich bin jetzt tot. So. Wir sind bei 8.300 Spot-Damage nach 4 Minuten 15 Sekunden in etwa, weil, oder 4, sagen wir mal, 4 Minuten 30 Sekunden. So. Rechnen wir das mal um, ja? Du hast doppelt so lange gebraucht für 11.000, ja? Und ich habe 8.300 in der Hälfte der Zeit. Hätte ich doppelt so viel Zeit wie du, ja? So, wäre ich bei wie viel gelandet? Rechne mal, das Doppelte von 8.300 wären schon 16.600. Dementsprechend Maus Akrobats Rekord gebrochen, mein Freund. Wir sehen uns bei den Stats. Das Spiel haben wir dann natürlich gewonnen, weil der Gegner hat schon in den ersten 3 Minuten massiv an HP verloren. Und wer dann das Gefecht gewinnt, ist ja wohl klar. Ich versuche natürlich direkt am Anfang des Gefechts, das habe ich in meinem Ruhvideo, was ich hier auch euch auf das Video dann am Ende verlinken werde, auch gemacht, innerhalb von 2, 3 Minuten dafür sorgen, dass der Gegner 6, 7, 8.000 Spot Damage beziehungsweise HPs verliert. Somit hat das Team von uns das natürlich butterleichter, am Ende das Spiel zu machen.
Wir sehen uns jetzt bei den Stats und ja, wie gesagt, im Anschluss werde ich euch die Videos auf das Video verlinken, dann könnt ihr euch das reinziehen. Maus-Akrobats-Rekord gebrochen. Yippie-yay!